Ciao zusammen. Ja, erstmal viel lieben Dank für 1000 Abonnenten. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, vor allem wegen euren Kommentaren, die alle wirklich so nett waren. Wirklich vielen Dank. Es wird noch ein Special kommen. Es kann auch ein bisschen dauern bis zum Special. Aber ja, das wird auf jeden Fall kein 1000 Abonnenten Special jetzt in diesem Video, denn naja, das, was wir jetzt heute diese Mod anschauen, ist ein bisschen seltsam. Ja, also nochmal vielen Dank für 1000 Abonnenten. Ich freue mich wirklich sehr, aber eben mit einem Special müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber das kommt doch wahrscheinlich noch in diesem Monat, das auf jeden Fall. Ja, also, genau. In diesem Mod, wenn man jetzt die Krone einsammelt in New Super Mario Bros. U Deluxe, dann ist man Bowsett. Das ist einfach, ja, es ist ein Dead-Meme eigentlich. Ja, und wir sind jetzt Bowsett. Und ich muss schnell nachschauen, wie der Mod-Creator heißt. Neve Jung ist der Name vom Mod-Ersteller. Also der Mod ist natürlich unter der Beschreibung verlinkt, also der Download-Link. Und genau, der wird von dem Neve Jung erstellt. Und naja, viele Leute fragen mich immer, wie man solche Mods installiert. Und es ist wirklich sehr, sehr simpel. Ich habe auch schon Tutorials dazu gemacht, aber wir sind vielleicht ein bisschen älter. Und in den Tutorials habe ich jetzt gezeigt, wie man das mit der Version 6.1 macht von der Switch. Aber ja, jetzt plane ich, dass es in den nächsten paar Tagen kommt noch ein Update-Video, einfach ein neues Tutorial, wo ich jetzt zeige, wie es mit der aktuellsten Version funktioniert und auch wirklich sehr, sehr verständlich erklärt, sodass es jeder verstehen sollte, ja. Also, ja, wir spielen jetzt einfach Bowsett und ich weiß gar nicht, was ich noch machen muss mit diesem Mod. Ja, das ist einfach Peach vs. Bowsett. Ihr selbst kennt natürlich alle das Meme, sobald dieses Spiel vorgestellt wurde mit Peach, dann ja, kamen alle Leute mit dem Bowsett-Meme und ja, da haben wir jetzt Bowsett. Also eben die Sounddateien sind immer noch dieselben wie in Original und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich würde mal sagen, wir können mal irgendein Level spielen, ja. Ja, wir können Super Star Boulevard 8 machen, Mysterium der Morgenstern-Festung. Und bei diesem Mod ist mir eben auch aufgefallen, dass wenn man so schwebt und es sind einfach doch diese pinken Sterne da, passt es farblich nicht ganz so sehr zu Bowsett, aber ja, wir sind doch ganz am Anfang von New Super Mario Bros. U Deluxe Modding und ja, ich werde euch versuchen in Zukunft auch noch andere Mods zu zeigen, falls es irgendwas krasses gibt. Es gibt schon andere Mods, aber sind jetzt nicht alle nicht so krass, aber wenn es mal irgendwas krasses gibt, vielleicht Custom Level oder so, dann werde ich es euch mal zeigen. Und ja, dann hätten wir so quasi Super Mario Maker für Nintendo Switch. Einfach mit Mods, aber das ist ja quasi, weiß wie das selbe dann zum vielen Spieler, ja. Und eben, da könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr eben neue Mods so schnell wie möglich bei mir sehen wollt. Dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ich versuche wirklich sehr regelmäßig Videos zu bringen. Und naja, ich finde eben ganz viele Mod-Videos auf meinem Kanal. Und momentan läuft eben auch das Let's Play zum Challenge Mod von New Super Mario Bros. U Deluxe. Das ist eigentlich auch ziemlich witzig. Und oh mein Gott, ich habe mich so richtig retten können jetzt mit dem Power-Up. Okay, das ist krass. Und dieses Level ist wirklich nicht so leicht. Ja, aber ich habe es im Let's Play oder im Stream, habe ich es First Stride und vielleicht... Ich wüsste das ja, ich habe an dem Wochenende, wo das Spiel rauskam, habe ich einen Hashtag durchgesuchtes Stream gemacht, wo... Oh, jetzt wurde ich getroffen, ups. Weil ich einfach das Spiel zu 100% und quasi zu 200%, ich habe auch noch Luigi U gespielt. Und jetzt bin ich tot. Und da habe ich eben in dieses Level First Strike mit allen 3 Star Coins. So, aber ich würde mal sagen, wir haben jetzt genug von Bowsett gesehen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Gameplay gezeigt. Ja, ist es eigentlich nicht allzu krass. Ja, aber es ist einfach, ja, wegen den Memes ist halt das, ja, irgendwie... ganz amüsant, würde ich mal sagen. Wenn ihr es auch so seht, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal für weitere Mods. Und ihr könnt mir auch gerne immer Vorschläge in die Kommentare senden, was ich für Mods zeigen soll. Aber eigentlich habe ich alle Mods-Seiten im Überblick. Da sollte ich eigentlich neue Mods nicht verpassen. Und ja, also ich wünsche euch einen wirklich ganz schönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!